Hallo Na, wir sind hier bei Shogupanuki Davies. Deine Tagesdosis Angeberwissen. Respekt und Anerkennung. Ich hätte nie erwartet, dass du das so einigermaßen flüssig, aber so ein bisschen wenigstens. Bruder, muss los, sag ich dir. Was? Ein bisschen Nasenbluten, Kappa, aber ja, ganz ja, normal. Genau. Ja, ich bin Sashi und das da ist Gonzales von dem YouTube-Kanal Gonzales und Clint. Warum sage ich das so komisch? Ich weiß es auch nicht. Klingt aber gut. Ja. Schön deutlich ausgesprochen. Sehr gut. Das erste Geburtstagskind ist meine Mama. Heute ist der 3. September Ach, übrigens. Guck mal. Jawohl, meine Mama hat heute Geburtstag. Mama, wenn du mich jetzt sehen kannst, hallo, ich bin im Fernsehen. Alles Gute für dich. Was ein Typ, ne, Mama? Ja. Yeah. Hast du gut gemacht? Hast du hingekriegt, hast auf jeden gut Fall. Hingekriegt, jawohl. Gut, weiß ich nicht, aber hast du hingekriegt. Ja. 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 Am 9. September haben wir wieder ein Geburtstagskind und das Geburtstagskind ist? Meine Nichte. Grüße gehen raus. Ach, echt auch? Ja. Ja, also ihre Nichte, sag ich schon. Ja, seine Nichte, wie heißt sie? Aline. Aline. Ja. Hallo Aline. Na, komm. David Garrett. Mhm. Kennst du? Nee, so. So. Ja. Der Geigist. Nein! Nicht? Er sprach ja nur. Nein! Ja, genau. Ich war mal auf einem Konzert von David Garrett. Nee, von? David Garrett. Hast du gesagt? Garrett. Garrett. Also ich habe fast gedacht, ich hätte Getter gesagt. So, David Getter. Garrett, der genau. Geigenspieler. Ja, war ich auf einem Konzert, bin ich genötigt worden, hinzugehen. Und dann fandst du es gut? Nein. Es war... Es war einfach... Also ich fand ihn vorher schon also total es war, doof. Oh. Und danach fand ich ihn doof. Kerst hat langweilig. Der Typ, ey. Dann erzählt, pass auf, dann erzählt er so Geschichten, ne? Erzählt er immer so zwischendurch, erzählt er so Anekdoten aus seinem Leben. So, und dann hat er ja seine Stradivari so dabei, die alleine schon irgendwie 5 Millionen Euro kostet. Oder eine so. Quadrillion. Nein, genau. Fantastilliarde. Entschuldigen Sie, dass ich Ihren Begriff verhohnepiepelt habe. Wir müssen ja auch mal bei der Sache bleiben. Ja, du warst da und er hat seine Stradivari. Und dann hat er erzählt, was von der Stradivari und sowas, ne? Und das, und alle Frauen, die da sitzen, machen so, oh, der David, das sieht so gut aus und der hat so viel Geld. So. Und alle Typen, die sitzen so da. Oh, Alter, du bist so auf den Sack, ey. Alle schwulen Typen sitzen so da. Schlimmer geht's nicht mehr. Mega. Ja, Mega. Ehrlich. Gut. Warte doch, Mega. Ja, ist ja gut. Geht's ab. So, und das war die Anekdote, die er erzählt hat. Auf so eine langweilige Art und Weise, ey. Und dann fängt er wieder an. Und alle Frauen. Ah, Alter, der ging mir auf den Sack an dem Tag, ey. Brasilien kennst du? Kenn ich. Samba, Karneval. Ja, ein bisschen Fußball könnt ihr auch. Nackte Mädels, bisschen. Ab und zu. Ja, Silence gegen Deutschland. Sag ich dann nur. Naja, egal. David Garrett, komm. So, komm. Ehrlich. Ich mach's nochmal. Mach's nochmal. Und ich spiele so eine Palme auf dem Bermudas. Achtung. Ja, du bist ein bisschen versetzt gewesen. Das musst du synchron machen. Nochmal. Okay. Genau. Alle Bulgaren da draußen hier, alles Gute zu eurem Nationalfeiertag. Feiertag. Wir haben eine ganz große Fanbase in Bulgarien. Ja. Sag ich jetzt mal. Jo, also das, geht dahin, das Märchen von Hase und Igel kenne ich natürlich. Ja, gut. Hast du geschrieben? Nee, weißt geschrieben habe ich es nicht. Wer denn? Das ist schon richtig alt, ne? Das müsste entweder Christian Andersen sein oder die Grimms. Ja, ich hätte jetzt noch. Nee, die wäre es nicht. Was ist denn? Astrid Lindgren oder was? Astrid Lindgren hat Hase und Igel geschrieben. Nein, Heidi Kabel. Heidi Kabel so. Hat Hase und Igel geschrieben oder was? Nee, das war der Willi Milovic, war's, weißt du? Ah, guck mal. Ja, genau. Also so. So einen Scheiß habe ich schon lange nicht mehr gehört. Am 6. September 1951 schoss der amerikanische Kultschriftsteller William S. Burroughs seine eigene Frau aus Versehen. Aus Versehen? In Mexiko. Er war leicht angetrunken, so wenn ich das richtig gelesen habe. Und sie wollten die Szene von Wilhelm Tell nachstellen, wo er seinem Sohn den Apfel vom Kopf geschossen hat. Entschuldigung. Und ist ja gar nicht lustig, ne? Naja, nicht lustig. Die Frau ist ja dahin. Ist halt schief gegangen. Er hat irgendwie, musste beim Zielen, hat er wohl aufgestoßen, das ist wirklich wahr. Und zack, hat er ihr schön in die Stirn geblättert. Weil er aufgestoßen hat. Ja, ist so gesagt worden, so geschrieben worden. Ich sag Cheerio, bis Sophie, bis morgen. Da ist der Marc da nicht da, aber der wird bald wieder da sein. Keine Angst, der ist bald wieder da. Tschüssikowski, ich komm zurück.
brauche das Geld.